Liebe Kinobesucherinnen und Kinobesucher, mein Name ist Arne Lietz, ich bin der SPD-Europaabgeordnete für Sachsen-Anhalt. Ich grüße euch aus dem Europäischen Parlament hier aus Brüssel und wünsche einen tollen Kinoabend im Burgtheater. Als letzten europäischen Film der Reihe der Friedrich-Ebert-Stiftung wurde ein echtes Meisterstück aus Großbritannien ausgewählt. Mit dem Film Ich, Daniel Blake, schuf der Regisseur Ken Loach ein emotionales Sozialdrama, das die vermeintliche Ungerechtigkeit des britischen Wohlfahrtssystems thematisiert. Die Sozialpolitik ist wie auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene auch im Europaparlament eines der wirklichen Kernthemen. Neben dem Europäischen Sozialfonds und der Freizügigkeit von Arbeitnehmerrechten können viele Rechte am Arbeitsplatz als tatsächlich europäische Errungenschaften bezeichnet werden. So bestehen Gesetze zur Gleichstellung von Frauen und Männern seit den Anfangstagen der Europäischen Gemeinschaft. Und seit den 70er Jahren wurden insgesamt 13 Rechtsetzungen mit dem Ziel der Gewährleistung der fairen und der gleichen Behandlung von Frauen und Männern am Arbeitsplatz angenommen. Diese Gesetze betreffen viele Bereiche, unter anderem die Gleichstellung bei der Bewerbung um eine Arbeitsstelle, die Gleichstellung am Arbeitsplatz selber, der Schutz schwangerer Frauen und stillender Mütter sowie das Recht auf Mutterschafts- und Elternurlaub. Millionen von Frauen und Männern in ganz Europa genießen diese Rechte tagtäglich, aber nur die wenigsten wissen von ihnen, dass diese Rechte von der Europäischen Union sind und von ihnen hier entwickelt wurden. Ich wünsche nun ein interessantes Kinoerlebnis und eine gute Diskussion mit Gregor Ritschel von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und schicke viele Grüße hier aus Brüssel ins Kino. Alles Gute, euer Arne Lietz.